Hallo, heute rechnen wir die Basisqualifikationsprüfung für die Industriemeister NTG vom Herbst 2009 und gerechnet werden soll die Aufgabe 3. Die Aufgabe 3 beschreibt den Einsatz einer oder auch mehrerer Dioden und dabei sind uns verschiedene Daten gegeben. Eine Diode benötigt zum Leuchten 2 Volt und 20 Milliampere. Die Versorgungsspannung sind 13,2 Volt Gleichstrom. Wir versuchen zunächst eine Skizze, um zu schauen, wie wir die Lösung finden können. Zunächst einmal weiß ich, dass durch den Spannungsabfall und die Stromaufnahme die Leuchtdiode praktisch einen Widerstand darstellt. Der Widerstand sei R-Diode. Ich weiß, dass der Widerstand der Diode Delta V-Diode nichts anderes sind als 2 Volt. Ich weiß, dass der Strom, das Delta I, an der Diode 20 mA sind. Ich weiß auch, dass die Versorgungsspannung U gleich 13,2 Volt sind. Und zwar Gleichstrom. Würden wir die Diode jetzt anschließen, wäre der gesamte Spannungsabfall von 13,2 Volt über der Diode zu bemerken und das würde zum Versagen des Bauteils führen. Aus diesem Grunde müssen wir einen Widerstand, und so ist die Frage auch gestellt, dieser Diode vorschalten, damit sie eben genau bei 2 Volt betrieben werden kann. Der Verlustwiderstand oder die Größe des Vorwiderstandes hat natürlich für sich betrachtet auch wieder einen Spannungsabfall. Von dem hier wissen wir allerdings, dass er 2 Volt ist. Und der Spannungsabfall bei einem Vorwiderstand, den wir hier in Reihe schalten wollen, das wäre das Delta UV. Aber den kennen wir nicht. Aus einer Reihenschaltung heraus können wir jetzt schon fast die Lösung bestimmen. Denn gefragt oder gesucht ist A, die Größe des Vorwiderstandes bei der von mir eben skizzierten Schaltung. Gegeben, siehe Skizze. Daraus können wir schon einen Lösungsansatz entwickeln. Bei einer Reihenschaltung wissen wir, dass sich der